Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Heute werdet ihr mal ein Glam Skull Make-up von mir sehen. Vorab, mein Make-up habe ich schon drauf, meine Augenbrauen sind auch schon gemacht und Kontaktlinsen habe ich auch drinnen. Ich glaube, das muss ich euch nicht jedes Mal zeigen. Ich beginne mit einem schwarzen Kajal mir alles vorzuzeichnen. Da zeichne ich mir eben meine Schatten. Meine Nase habe ich auch schon gemacht, die habe ich dann aber noch beim Ausmalen etwas größer gemacht, weil sie mir so nicht gefallen hat. Ja, und meine Augen habe ich diesmal ein bisschen anders gemacht, nicht so wie letztes Mal, seht ihr aber eh. Und dann habe ich auch das Schwarz genommen von meiner Kryolan-Palette und alles ausgemalt. Nach vorne hin wieder verblendet, jetzt bei den Wangen. Und wenn ich dann gedacht habe, okay, das passt von der Farbe her, habe ich das auch gleich mit schwarzem Lidschatten gesettet. Ich sage gleich dazu, in dem Video fehlen ein paar Abschnitte, weil ich manchmal einfach nicht bemerkt habe, dass die Kamera ausging oder weil ich nicht im Bild war. Ja, also wie gesagt, jetzt nehme ich einen schwarzen Lidschatten und sette mal das bisher gezeichnete. Dann fange ich auch schon an, meine Augen auszumalen. Also ich male sie unten komplett aus. Und oben verblende ich sie dann so leicht, weil ich mir dann noch ein normales Augen-Make-up mache und da natürlich dann nicht schwarz sein möchte. Ich mache meine Schläfe bzw. meine Stirn auch schwarz und das blende ich dann auch noch aus. Also das bleibt nicht so hart, das blende ich dann nach unten hin schön aus. Wie gesagt, es tut mir echt leid, falls ich nicht im Bild bin. Ich weiß nicht, warum ich das manchmal einfach nicht verstehe, aber... Ja, ich vergiss dann immer komplett, dass ich ja eigentlich filme. Dann habe ich meine Nase ausgefüllt, wie gesagt, die habe ich dann noch etwas größer gemacht. Hier habe ich begonnen, meine Zähne zu zeichnen. Ich bin noch immer kein Profi im Zähnemachen, aber ich habe mein Bestes gegeben und es hat dann eigentlich eh ganz gut funktioniert. Im Grunde genommen habe ich mir sogar viel zu viel Mühe gegeben, weil so oder so am Schluss die Glitzersteine draufkommen und man dann eigentlich nicht mehr viel sieht. Da habe ich dann einen feinen Pinsel genommen und mit diesem feinen Pinsel eben die Dreiecke gemacht. Und in die Dreiecke bzw. auf die Striche habe ich das dann noch versucht, ein bisschen schwarz hineinzusetzen. Das ist wirklich schwierig zu erklären, aber ich hoffe, ihr könnt das sehen und ja, versteht, was ich meine. Hier habe ich dann mit dem Silber aus meiner Kryolan-Palette begonnen, meine Zähne auszumalen. Falls ihr kein Silber habt, ist das kein Problem, dann nehmt ihr einfach Weiß und versucht dann nach unten hin bzw. auch nach oben hin zu verblenden.
Ja, und dann habe ich Weiß genommen und mir so versucht, eine Cut Crease zu schminken. Und dann bin ich einfach mit dem Gold drüber gegangen aus meiner Palette. Falls ihr, wie gesagt, auch kein Gold habt, dann nehmt einfach das Weiß, so wie ich es gemacht habe, und setzt einfach goldene Pigmente drauf. Dann habe ich einen braunen Lidschatten genommen und mir meine Cut Crease noch so ein bisschen verschärft. Sie ist nicht so schön geworden, das war mir dann auch eigentlich relativ egal. Da habe ich dann auch schon Schatten gesetzt, wo ich es auch eigentlich immer mache. Da wurde leider vieles weggeschnitten. Irgendwie ist das verloren gegangen, das Füllmaterial. Ja, da habe ich dann vergessen zu filmen, aber ihr seht ungefähr, wie es aussieht. Ich habe bei meinen Augenbrauen oben noch so Lidschatten hingemacht. Ja, dann klebe ich mir auch schon meine Wimpern auf. Ich habe mir oben Wimpern raufgeklebt und unten auch wieder einen kleinen Teil von abgeschnittenen Wimpern ans letzte Eck dran geklebt. Na, so viele Fragen mich immer. Jasmin, wie kannst du das? Wie hast du die Geduld? Ich frage sie manchmal selbst. Ja, dann habe ich das goldene Pigment genommen mit meinem Glitzerkleber von NYX und habe mir das auf mein Augenlid, beziehungsweise auf meine Augenlider aufgetragen. Im nächsten Schritt nehme ich dann auch schon den Hautkleber und mit diesem Hautkleber klebe ich mir dann auch schon meine Glitzersteine auf. Ich habe meine Glitzersteine aus der Bastelabteilung von Müller und goldene Glitzersteine habe ich auch nochmal bei meinem Auge hingeklebt. Ja, dann habe ich noch Schatten unter mein Auge hingesetzt. Mit dem Silber habe ich dann auch noch unter meinen Augenbrauen ein bisschen gehighlightet und alles andere dann auch mit Silber ausgefüllt. Nicht komplett, also nur den unteren Bereich. Dann habe ich ganz, ganz grob, weil ich ehrlich gesagt gar keine Lust mehr hatte, noch ein bisschen meinen Hals und meine Schulterblätter, meine Schlüsselbeine konturiert, solche Kreise hingemacht, wie man sehen kann. Und da kommen dann auch Glitzersteine rein. Ich habe es noch mit Silber ausgefüllt. Wie gesagt, ihr könnt das mit Weiß ausfüllen und Glitzersteine hineingemacht. So, im Großen und Ganzen war es das mit dem Video. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Me. Do you love me?